Eine Phase ist Trauer und Ohnmacht. Das heißt, Sie fühlen sich unglaublich traurig. Es ist angekommen bei Ihnen. Ja, so ist es. Und Sie haben gleichzeitig das Gefühl, Sie fallen in ein Loch, in dem Sie nichts ändern können. Es ist, wie es ist. In dieser Phase ist ganz wichtig, dass Sie das annehmen. Das Geheimnis dieser Phase lautet, dass Sie sich für Ihre Trauer Zeit nehmen. Ich erwähne das mehrfach und ich meine es wirklich ernst. Nehmen Sie sich Zeit, akzeptieren Sie es, markieren Sie sich die starke Frau oder den starken Mann, sondern stehen Sie dazu, dass Sie traurig sind und verletzlich. Wenn Sie das tun, haben Sie die größten Chancen, dass das bei Ihnen in heilen kann und Sie deswegen leicht durch diese Phase durchkommen, als wenn Sie dort hängen bleiben, weil Sie es einfach nicht akzeptieren wollen und weil Sie einfach sich das nicht zugestehen wollen, dass Ihnen sowas passiert ist und dass Sie überhaupt traurig sind. Wenn Sie das tun, können Sie hier unnötig lange hängen bleiben und Sie werden innen drin eine sehr, sehr lange Zeit mit einem unangenehmen Gefühl von Ohnmacht zurückbleiben. Das wollen wir nicht. Also akzeptieren Sie, dass schlimme Dinge Ihnen passieren können und leben Sie es ruhig ein bisschen aus.